Servus und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo. Ja, lang ist es her, aber heute habe ich für euch das Flixtrain Repaint von dem lieben Con. Der hat mich gefragt, ob ich nicht ein schönes Video drüber machen könnte. Und ja, hier ist es. In dem Paket, das sind zwei Mods, ist einmal die Siemens ES64U2. Besser bekannt unter der Taurus, in dem schönen grünen Flixtrain Repaint hier zu sehen. Das ist schon die überarbeitete Version. Die erste Version hat er schon wieder rausgenommen, logischerweise. Und ich muss wirklich sagen, von der Qualität her, für sein erstes Repaint, wirklich top. Kann man nicht sagen. Und dazu gibt es dann noch als separaten Mod die Flixtrain Waggons. Bislang nur als zweite Klasse. Ich weiß nicht mal, ob die Flixtrain auch die erste Klasse verwendet. Aber auch hier sehen wir gute Umsetzung des Repaints. Ich sehe hier keinerlei Fehler. Ich habe mir davor Bilder auf Google und des Weiteren angeguckt. Ich muss sagen, das ist wirklich wunderbar umgesetzt. Vor allem auch, dass es sich dazu überredet hat, die Waggons nochmal zu repainten, obwohl es ja Majus schon gemacht hat. Ja, also Con, für dein erstes Repaint wirklich, wirklich klasse. Ihr braucht dafür auch keinerlei andere Mods, ja, die zwei Mods laufen vollkommen selbstständig und auch der schöne Sound der Taurus ist mit dabei. Allgemein der Flixtrain fährt zurzeit zwischen Köln und Hamburg und München und Berlin. Deshalb wird er selbstverständlich auch auf meiner Ruhrkarte vertreten sein. Also Con, vielen Dank an dich für die Umsetzung. Ja, er hat die UIC Z-Wag verwendet vom Maverick. Natürlich auch mit Innenraum und alles weitere. Also das muss man wirklich sagen, eine klasse Umsetzung. Zudem auch die Flixtrain, die Taurus verwendet, und das ist auch, muss man sagen, wirklich gut. Zu finden ist das Ganze zumindest bei mir ganz unten. Die Wagen sind unterteilt hier bei den UICZ und da mittendrin haben wir das Flixtrain Repaint, genauso auch wie bei den Lokomotiven. Ganz nach unten scrollen und dann haben wir hier die Flixtrain Taurus. Auch gut besetzt mit 8700 PS. Da könnt ihr einige Wagen hinten dran hängen. Und wer möchte, kann das Ganze natürlich auch mit Sandwich fahren. Das heißt Lok vorne und Lok hinten. Ansonsten, dieser Zug wird, denke ich mal so, als Fernverkehr-Ersatz verwendet. Das heißt, an die lieben User unter euch, bitte verwendet diesen Zug nicht als Regionalbahn, sondern eher als Fernzug. Ansonsten, Con, ich freue mich auf dein nächstes Repaint oder besser gesagt auf deine weiteren Arbeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.